Was ist das eigentlich, dieses Freihandelsabkommen mit der USA? Internationale Megakonzerne verhindern die soziale und ökologische Gestaltung, schreiben die Nachdenkseiten. Und das sagt auch Rudolf Hickel, der kritische Ökonom. Mit ihm spreche ich jetzt. Schönen guten Tag, Herr Hickel. Guten Morgen. Schönen guten Morgen. Das ist ja harter Tobak, wenn Sie sagen, dass internationale Megakonzerne die soziale und ökologische Gestaltung der Globalisierung verhindern. Es gibt ja auch noch Kritiker, die sogar härter sagen, dass diese geheimen Verhandlungen undemokratisch sind. Würden Sie sich dem anschließen? Dass es natürlich darum geht, dass internationale Konzerne sozusagen in Ländern investieren wollen, auch Produkte verkaufen wollen, die ihre Standards haben. Die sind meistens niedriger, wenn man etwa als Beispiel USA nimmt, gegenüber der EU, aber auch umgedreht. Und das Zweite trifft genauso dazu, weil es da so massiv um Konzerninteressen geht. Das ist für mich der entscheidende Grund. Finden die Verhandlungen sozusagen völlig intransparent, völlig unnachvollziehbar statt. Und am Ende werden natürlich auch demokratische Entscheidungen ausgegeben. Man muss sich vorstellen, wir machen es mal am Beispiel, dass etwa in Deutschland geklorte Hühner, also mit Chlor sozusagen behandelte Hühner, verboten sind zu verkaufen. Das ist demokratisch entschieden. Das ist ein Schutzrecht gegenüber profitwirtschaftlicher Entfaltung. Und dieses Schutzrecht ist demokratisch entschieden. Und wenn jetzt die Konzerne das durchsetzen aus den USA und der EU, dann bedeutet das, dass sozusagen eine demokratische Entscheidung den Profitstrategien zum Opfer fällt. Insoweit ist es auch zutiefst undemokratisch. Es gibt ja Kritiker, die sagen, das ist ein Generalangriff oder Generalangriffe auf Verbraucherschutzstandards, Umweltgesetze, Gesetze zur Stabilisierung der Finanzmärkte auf beiden Seiten des Atlantiks. Also das ist nicht nur so, dass die USA davon profitieren. Ja, nein, das ist ganz entscheidend. Meines Erachtens wird in Deutschland die Debatte manchmal ein bisschen einseitig geführt und wenn man die etwas weiter öffnet, kommt man in eine bessere Diskussion hinein. Ich will es mal ein Beispiel klar machen. Wir haben in den USA, was die Arzneimittelzulassung betrifft, erheblich höhere Standards als beispielsweise in Deutschland. Und jetzt haben natürlich die deutschen Konzerne, die Pharmakonzerne, beispielsweise Merck oder andere, haben das große Interesse, dass dieser Schutz auf dem amerikanischen Markt abgebaut wird und dass dann sie selbst sozusagen auf diesem Markt mit ihren Produkten, die weniger geschützt sind, aktiv werden können. Man muss natürlich auch dazu sagen, dass beispielsweise dann die US-Konzerne, denen ja auch diese Regulierung nicht passt, weil sie einschränkt in ihrem profitwirtschaftlichen Tun, dass die auch ein Interesse haben, dass die zu Fall kommen. Am Ende, und das ist ganz wichtig, sind sozusagen die Multikonzerne, die aus den USA und der EU heraus operieren, die Profiteure zu Lasten der Verbraucherinnen und Verbraucher und vor allem auch zu Lasten demokratischer Entwicklung. Es geht also nicht nur um Chlorhühner und Genessen, das kann man sich ja irgendwie noch vorstellen. Es geht auch um Fracking, es geht um Datenschutz. Das ist ja so breit, dass man sich das kaum vorstellen kann. Das betrifft ja viele Bereiche der Wirtschaft, oder? Ja, es gibt ein entscheidendes Argument, das heißt ja auch Handels- und Investitionspartnerschaft. Und Investitionspartnerschaft, das ist sozusagen ein sehr einlullender Begriff. Da geht es teilweise um richtig brutale Vorgehensweisen. Da soll ja künftig eingerichtet werden, sogenannte Schiedsgerichte. Das ist übrigens auch demokratisch, juristisch ein Skandal, weil nicht mehr die normalen Gesetze bzw. Justiz zum Zuge kommt, auch die internationale, sondern weil Schiedsgerichte eingerichtet werden, die dann darüber entscheiden, ob für ein Unternehmen durch eine bestimmte Regulierung Schäden entstehen. Und man könnte es am Beispiel des Frackings durchspielen. Das Beispiel gibt es ja schon zwischen USA und Kanada, wo ein US-Konzern massiv gegen Kanada vorgegangen ist mit Schiedsgerichtsverfahren, nämlich dass dann ein Unternehmen, nehmen wir mal ein US-Unternehmen, kann aber auch ein EU-Unternehmen sein, die jetzt versuchen, hier das Fracking zu nutzen, also das Auspressen aus dem Gestein von Gasvorkommen und auch Ölvorkommen, dass dann gesagt wird, halt, das geht nicht, da haben wir sozusagen demokratische Verbotsschilder hingestellt und dass dann dieses Unternehmen klagt, man nennt das in dem Vertrag auch ironischerweise interne Enteignung, dagegen klagt, dass seine Rechte, seine Entfaltungsrechte eingeschränkt werden. Und wir haben einen ganz anderen Fall, der nicht unmittelbar jetzt was mit dem Handelsabkommen zu tun hat, aber der in die richtige Richtung uns informiert. Das ist Vattenfall. Vattenfall hat die Bundesregierung verklagt gegen die Energiewende, vor allem, dass ihre AKWs, die Atomkraftwerke, nicht mehr benutzt werden können.
Und das ist, liegt sozusagen, wird dann künftig von einem Schiedsgericht entschieden. Im Schiedsgericht sitzt sozusagen ein Vertreter des Landes, ein Vertreter der Wirtschaft und ein neutraler, sogenannter Neutraler. Und das ist eine Aushebelung im Grunde genommen demokratischer Entscheidung. Also diese undemokratischen Schiedsgerichte, wenn das wirklich so kommt, das wäre ja dann eine Aushebelung eigentlich des rechtsstaatlichen Prinzips, oder? Ja, das wäre eine Aushebelung in der Tat des rechtsstaatlichen Prinzips. Wir müssen übrigens wissen, diese Idee der Schiedsgerichte ist nicht neu. Wir haben weltweit ungefähr 500 bekannte Fälle, angefangen hat übrigens Deutschland damals mit einem sogenannten Investitionsschutzabkommen, bereits schon 1960er Jahre, ein Investitionsschutzabkommen für Unternehmen, die in Pakistan investieren. Das heißt also, hier werden gesonderte Schutzrechte für Kapitalstrategien eingebaut und das verlässt in der Tat den Boden der Rechtsstaatlichkeit, so wie wir es in EU-Ländern bzw. auch in den USA eigentlich im Sinne der rechtlichen Zuständigkeit gewohnt sind. Wie ist das mit den versprochenen Wohlfahrtseffekten? Das ist ja so die Argumentation der Befürworterinnen und Befürworter, das schafft Arbeitsplätze, Investitionen und alle werden was davon haben. Naja, da gibt es mal erst den Grundsatzmechanismus, der läuft folgendermaßen. Wenn also jetzt die Schutzrechte abgebaut werden, dann können Kosten reduziert werden. Und jetzt kommt die entscheidende Unterstellung und die Reduktion, die Beschränkung bzw. die Kürzung von Kosten, die wird weitergegeben an die Verbraucherinnen und Verbraucher in Form von Preisen. Aber das zwischengestaltet ist die Tatsache, dass die Unternehmen überhaupt kein Interesse haben, die Kostenvorteile über Preissenkung weiterzugeben, ist das eine Problem. Und das zweite ist, die EU und auch die amerikanische Administration hat ja große Forschungsprojekte in Auftrag gegeben. Und selbst diese Forschungsprojekte, die eigentlich die sogenannten Wohlfahrtseffekte bestätigen sollten, kamen zum Teil zu erschütternden Ergebnissen. Also insgesamt lohnt sich die Veranstaltung nicht. Und vor allem wird eines ganz, ganz entscheidend unterschlagen in diesen Modellrechnungen. Nämlich die Tatsache, ja, was heißt es eigentlich, wenn jetzt das Wachstum zunimmt, beispielsweise, dass jetzt geklorte Hähnchen und Hühner zugelassen werden, dann haben wir in der Tat sozusagen ein BIP, das Bruttoinlandsprodukt nimmt dann zu, aber die Qualität der Produkte, die sich hinter dieser gesamtwirtschaftlichen Produktion verbirgt, verschlechtert sich und insoweit am Ende wird der Preis für die Kostensenkung dafür bezahlt, dass erheblich weniger gesundheitliche und hygienische und viele andere Standards berücksichtigt werden, also die Qualität der Produkte, um die es vor allem bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern geht, am Ende verschlechtert. Also diese Idee oder das Argument des Jobmotors ist nur vorgeschoben und im Grunde durch Studien widerlegt? Ja, die Studien zeigen, dass die Jobeffekte, die da zustande kommen, etwa in der Bertelsmann-Studie bei IFO und vielen anderen, dass die Beschäftigungseffekte geradezu lächerlich sind. Und wenn man dann als Ökonom noch rangeht und fragt, wie seriös die Schätzungen sind, dann bleibt davon nichts übrig. Das ist übrigens ein starkes Argument für diejenigen, die ja immer glauben, wenn was Beschäftigung bringt, dann ist es gut für die Welt und auch für Deutschland, die Europäische Union. Für die Argumentation ist es einfach ganz wichtig zu wissen, also unter diesem Kriterium, nämlich deutlicher Jobgewinne, lohnt sich die gesamte Veranstaltung nicht. Wieso lassen sich das Parlamentarierinnen und Parlamentarier gefallen, dass hinter verschlossenen Türen über Dinge entschieden wird, die sie eigentlich entscheiden müssten oder diskutieren müssen, dass diese Verhandlungen geheim sind? Ich merke jetzt so ein bisschen eine leichte Empörung, aber die Diskussion ist doch sicher nicht auf dem Niveau, wo sie sein müsste, oder? Ja, nein, das ist in der Tat richtig und die Kritik, die jetzt formuliert wird, auch unser Gespräch hoffentlich, trägt ja dazu bei, dass überhaupt viele kritisch sensibilisiert werden, weil die Politiker sind teilweise auch von der neoliberalen Hoffnung geprägt, so nach dem Motto, ja, wenn was billiger wird und die Preise sinken, dann kann das ja ökonomisch nur gut sein. Das steckt in den Köpfen drin und jetzt ist ganz wichtig die Aufklärungsarbeit und zwar auf doppelter Ebene. Erstens, dass im Grunde genommen das, was Globalisierung braucht, nämlich Mindeststandards, die vereinbart werden müssen, abgelöst wird durch die Tatsache, dass Unternehmer machen können, was sie wollen gewisserweise, weil die Regeln wegfallen. Und das Zweite ist, dass Politik begreift, dass sie hier entmachtet wird, dass am Ende sozusagen die ökonomische Macht der großen Multikonzerne auch gegenüber Politik ausgebaut wird. Und darüber muss erstens diskutiert werden und dann muss dagegen vorgegangen werden. Es gibt ein gutes Signal, nämlich die Europäische Union hat erstmals die gesamten Verhandlungen ausgesetzt. Das geht in die richtige Richtung. Und ich erinnere mich gerne an 1996, da hatte damals die OECD, also der Zusammenschluss von Industrieländern, vorgesehen, das sogenannte MAI einzuführen, ein multilaterales Abkommen, Investitionsschutzabkommen, das so ganz ähnlich ging in Richtung sozusagen für den Investitionsschutz, der jetzt gewollt wird mit der transatlantischen Partnerschaft. Und dieses MAI ist auch sehr scharf kritisiert worden, weit gesetzt.
gesellschaftlich sehr weit und ist völlig im Sande verlaufen, um nicht klarer zu formulieren, ist gescheitert. Und ich hoffe, dass dieses Projekt in ähnlicher Weise wie die Mai-Initiative von 1996 auch scheitern wird. Mhm. Als Ausblick sagen Sie ja Gestaltung statt Entfesselung der Märkte. Haben Sie die Hoffnung, dass es da eine Gestaltung der Globalisierung geben kann? Wie soll das sein? Wie soll das gehen? Ja, wir müssen natürlich, wenn wir jetzt die Globalisierung unterm Diktat des großen Kapitals kritisieren, müssen wir die Frage stellen, wollen wir überhaupt keine Globalisierung mehr? Wollen wir uns abschotten in nationalistischen Märkten? Und da versuche ich so eine zweite Spur zu ziehen und sage, nein, die Globalisierung hat auch Vorteile, hat durchaus auch Vorteile, aber sie muss sozusagen sozial und ökologisch gestaltet werden. Wir brauchen Mindeststandards und da erwischen Sie mich jetzt mit Ihrer Frage genau sozusagen am schwachen Punkt, denn wir wissen klar aus den sogenannten Welthandelskonferenzen, WTO, wie das alles heißt, wissen wir, dass es unglaublich schwer ist, da überhaupt bestimmte Prinzipien durchzusetzen. Die jüngste Bali-Konferenz, die dazu stattgefunden hat, ist ja fast sozusagen in einen Flop geändert. Aber ich sage trotzdem, in die Richtung muss es gehen. Wir müssen eher Standards ausbauen. Wir müssen beispielsweise, das wäre ja auch mal die entscheidende Frage, wenn jetzt mal, seid es bewusst in Richtung der USA, weil die sonst immer kritisiert wird, wenn sozusagen zugunsten der Verbraucherinnen und Verbraucher die Zulassung zu den Arzneimitteln strenger reguliert ist, warum wird dieses System dann nicht übernommen in andere Länder, beispielsweise in der EU oder in Deutschland? Oder andersherum, wenn in Deutschland derzeit sozusagen Hormonfleisch verboten ist, der derzeit auch noch Genmais, aber da gibt es ja, wackelt ja einiges wegen einer unsinnigen Initiative der Kanzlerin, aber wenn es derzeitig verboten ist, kann man ja die Frage stellen, das Verbot ist ja begründet, ist ja vor allem aus gesundheitlichen Aspekten begründet, warum man diese Argumentation dann auch nicht überträgt auf andere Länder. Die Tendenz, und das ist eigentlich das, was uns hellwach machen sollte, die Tendenz ist immer Abbau zugunsten sozusagen unregulierter Entfaltung von Profitinteressen. Und das darf sozusagen nicht, diese Profitinteressen dürfen nicht die Führungsrolle übernehmen im Zuge der Globalisierung. Eine abschließende Frage. Es gibt ja durchaus kritische Ökonomen, die sagen, wir brauchen einen neuen Protektionismus. Wir müssen die Globalisierung irgendwie ein bisschen zurückdrehen. Wir brauchen doch neue Grenzen und Schutzräume, um Umweltstandards, Standards, was die Lohnhöhen betrifft, beizubehalten und brauchen so ökonomische Schutzräume. Können Sie nachvollziehen, was diese Ökonomen meinen? Ich kann es sehr gut nachvollziehen und es gibt ja auch einige Beispiele, die vernünftig sind, die zeigen, dass man nationalstaatlich regeln kann. Meine Sorge ist nur, dass wir eine Spaltung der Welt dann bekommen. Dann haben wir beispielsweise, jetzt gehen wir mal davon aus, die politischen Bedingungen seien so in Deutschland, dann haben wir sozusagen sozial und ökologisch hochregulierte Märkte, ganz im Sinne dessen, was wir jetzt miteinander diskutiert haben. Aber da spaltet sich die Welt, dann gibt es andere Länder, in denen die Staaten da katastrophal niedrig sind. Und da weiß ich doch schon, was daraus wird. Deutschland ist ein sehr starkes export-import-orientiertes Land. Und da drücken natürlich die Importe aus den Ländern, die die Standards nicht einhalten, drücken sehr stark auf die deutschen Märkte. Und dann gibt es eben nur zwei Möglichkeiten. Protektionismus, das heißt, man macht ein Verbot der Einfuhren. Aber dann kann man so ganz sicher sein, dass dann auch die Exporte irgendwann das reagiert wird und Länder, die nicht mehr importieren können, auch die Exporte aus Deutschland ablehnen. Und dann kriegen so richtig eine Beggar-My-Neighbor-Policy, sozusagen, dass jeder Staat um seinen Kopf sich versucht zu retten. Das ist eine Entwicklung, die ich insgesamt falsch finde. Ich weiß, dass die Kritiker gegenüber meiner Position erstmal ganz gut im Recht sind, weil dass die Durchsetzung dieses Konzepts ganz, ganz schwierig ist. Aber wenn wir beispielsweise, so wie wir es gemacht haben beim europäischen Binnenmarkt, wenn wir da die Standards schon mal wenigstens in der EU erhöhen, dann ist es ja auch gewisserweise ein ökonomisches Kraftpotenzial, mit dem man Druck auf andere Länder ausüben kann. Aber wir haben ja selber noch innerhalb der EU einen unglaublich riesigen Anpassungsbedarf im Sinne besserer sozialer und ökologischer Standards. Haben wir doch jede Menge Stoff zu reden, auch beim nächsten Mal vielleicht. Also eine Einzellösung und unser Ding machen geht nicht. Das sagt Rudolf Fickel, der kritische Ökonom. Ich danke fürs Gespräch und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Schönen Dank. Ich danke Ihnen auch fürs Tschüss. Gespräch. Tschüss.